Hallo Linux und PC-Freunde, in diesem Video geht es mal um das Thema Terminal. Ich habe hier mal ein Bild von einem Originalterminal von der Firma DEC, das berühmte VT100. Und dieses Terminal wurde verwendet, um an einen Großrechner angeschlossen zu werden. Also dieses Terminal war an einem Großrechner angeschlossen. Das Terminal selbst hatte hier eine gewisse Intelligenz schon eingebaut. Es hatte also einen Controller drin und auch Speicher. Und mit der Tastatur konnte man eben Eingaben machen, Programme starten oder Skripte oder sowas. Und die wurden dann auf dem Großrechner ausgeführt und man bekam dann von dem Großrechner ein Ergebnis. Also man konnte mit dem Großrechner dann irgendwelche Berechnungen durchführen lassen und hat dann das Ergebnis hier auf dem Bildschirm gesehen. Interessant ist hier die Tastatur. Vom Layout her sieht die fast genauso aus wie die heutigen Tastaturen. Allerdings fehlen hier vier Tasten, nämlich die Pfeiltasten nach oben, unten, rechts und links. Die sind hier nicht mit bei. Und deswegen ist es so, dass der VI, auf den ich diesmal zwar nicht zu sprechen komme, aber vielleicht später, andere Tasten für nach oben, unten, rechts und links Bewegung braucht. Also die Hoch-, Runter-, Rechts- und Links-Tasten funktionieren beim VI nicht. Aber das ist ein anderes Thema, wie gesagt. Heutzutage ist es so, dass die Terminals praktisch nachgebildet werden auf den Betriebssystemen. Und bei Linux Mint ist es so, man kann also hier unten zum Beispiel das direkt aufrufen, Terminal. Dann erscheint hier dieses Terminal. Oder dann eben mit der Eingabe Ctrl Alt und T. Dann wird auch ein Terminal erzeugt. Und so kann man dann loslegen, um ein paar Kommandos hier zu zeigen. Man könnte sich als erstes fragen, wozu man so ein Terminal eigentlich braucht. Und das ist ganz klar im Serverbereich, wenn man dort administrieren muss, braucht man ein Terminal, weil die meisten Server haben weder Tastatur noch Bildschirm, sodass man sich aus der Ferne dort in so einen Server einloggen muss über ein Terminal und diesen Server dann administriert. Was man jetzt hier sieht in diesem Terminal ist ein Prozess, der vom Betriebssystem gestartet wurde. Das ist eine sogenannte Shell. Und hier oben links ist der sogenannte Prompt dieser Shell. Und der Prompt besteht hier aus dem Usernamen, dann einem @-Zeichen, dann dem Rechnernamen. Diese Tilde hier deutet an, dass man sich im Home-Verzeichnis des Users befindet. Und dieses Dollarzeichen gibt an, in welcher Shell man sich befindet. Jetzt kann man gleich ein paar Kommandos mal absetzen, um zu checken, was so ist. Das erste wäre hier Who am I, also wer bin ich? Also hier Maomi. Dann das zweite wäre der Rechnername, das wäre Hostname. Da erscheint jetzt also dieses Acer PC. Das dritte wäre mal zu gucken, wo das Home-Verzeichnis eigentlich liegt. Und da könnte man sagen Print Working Directory. Also den aktuellen Pfad mal anzeigen. Der ist jetzt hier bei Home, also slash home slash Maomi, ist also dieses Home-Verzeichnis von Maomi. Und das vierte wäre jetzt mal herauszufinden, welche Shell verwendet wird, weil durch das Dollarzeichen erkennt man es vielleicht erstmal nicht. Da gibt es jetzt eine Environment-Variable, env, oder Variablen, die kann man mit env aufrufen. Dann gebe ich ein Pipe, sogenanntes Pipe-Zeichen ein und suche eine oder parse nach dem Begriff Shell. Was das jetzt genau bedeutet, da komme ich später drauf zurück. Also auf jeden Fall wird jetzt hier werden die Environment sozusagen aufgelistet und es wird nach dem Begriff Shell gesucht. Und wenn ich hier Enter drücke, sieht man, ich befinde mich hier in der sogenannten Bash, in der Born Again Shell. Jetzt könnte man als nächstes nochmal gucken, ja, was ist eigentlich in diesem Verzeichnis drin? Also gebe ich mal ein ls, das ist gängig in Unix-Systemen. Und hier sieht man jetzt ja, Dateien oder Verzeichnisse. Man erkennt aber eigentlich nicht viel. Also man kann jetzt sehen, oder ich sehe jetzt als Mensch, der damit arbeitet, im Prinzip hier diese blauen Sachen sind Verzeichnisse, aber jemand, der das nicht kennt, weiß erstmal nicht, was es ist, ob das ein Verzeichnis ist oder eine Datei. Also sollte man oder muss man dann das ls mit einer Option aufrufen, also in dem Fall minus l zum Beispiel. Und dann bekommt man eine Liste von den ganzen Verzeichnissen und Dateien. Und man sieht jetzt hier zum Beispiel Bilder ist ein Verzeichnis, weil hier vorne ein d steht für Directory. Also diese ganzen blauen sind Directories. Hier ist ein l und das ist ein Link. Es ist ein
Verweis auf ein Verzeichnis oder eine Datei. Wenn man jetzt nicht genau weiß, welche weiteren Optionen dieses ls-Kommando hat, kann man mal die sogenannten Manual Pages aufrufen. Das sind Hilfen in Unix-Systemen, also man, so werden die aufgerufen, und dann das Kommando, wofür man eine Hilfe braucht, zum Beispiel für ls, man ls. Und das ist jetzt also hier die Manual Page für das Kommando ls. Diese Hilfe befindet sich in den Manual Pages Nummer 1. Das zeigt hier oben diese 1. Die sind nach verschiedenen Kategorien sortiert. Bis 8 oder 9, glaube ich, gehen die. Hier sieht man auch, was ls macht. List Directory Contents. Und es gibt verschiedene Optionen. Jetzt kann man hier entweder seitenweise blättern mit dem Leerzeichen oder schrittweise mit Enter. Ich kann auch zurückgehen mit B. Also wenn ich jetzt B eintippe, gehe ich zurück. Und ich kann auch jetzt Slash eingeben, zum Beispiel minus L, weil das war ja das, was ich vorhin eingegeben habe. Jetzt markiert er alles mit minus L. Ist natürlich jetzt etwas suboptimal, aber dann muss ich eben gucken, wo hier vorne, hier in dem Fall die Option minus L steht, und da steht jetzt Use a Long Listing Format. Also mit minus L habe ich eine lange Liste, die er mir erstellt, und da sehe ich dann im Prinzip, ob es Dateien oder Verzeichnisse sind. Man kann hier unten noch, wie man sieht, Help eingeben, H, oder dann eben Q und herausgehen. Jetzt ist der Bildschirm hier voller Text, und als nächstes möchte ich erstmal den löschen sozusagen und gebe Clear ein, dass ich von oben beginnen kann und weitere Kommandos eingeben kann. In Ergänzung zu den Manual Pages gibt es eventuell noch die Option ls-help bzw. Info ls, das ginge wahrscheinlich auch eventuell, beziehungsweise auch help ls, aber das funktioniert nicht auf allen Systemen. Also da muss man auch aufpassen. Normalerweise man und dann das Kommando funktioniert in jedem Fall. Ich mache jetzt hier auch wieder mal clear, und was ich jetzt mal machen will, ich werde mal ein Verzeichnis erstellen, make tier Schulung Terminal oder so. Und dieser Make-Dir-Befehl erzeugt eben hier dieses Verzeichnis. Ich kann jetzt in das Verzeichnis wechseln mit CD, Schulung Terminal, und dann meinetwegen nochmal ein Make-Dir, MK-Dir, Kapitel 1. Und da kann ich jetzt auch reingehen, Kap 1. Und zwar ist es so, wenn ich jetzt hier nur K eintippe und dort ist nur ein Verzeichnis Kap 1, kann ich mit dem Tab vorgehen und er erkennt sofort eben das eine Verzeichnis, was mit K anfängt, und will dort direkt reingehen. Ist also sehr praktisch, mit Tab zu arbeiten. Wenn ich jetzt wieder zurück will in das Home-Verzeichnis, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe mit CD zweimal zurück und zweimal zurück, also einmal aus dem Kapitel 1 raus und einmal aus dem Schulung-Terminal raus. Mit Punkt Punkt wäre einmal Slash und nochmal Punkt Punkt wäre zweimal. Es gibt aber eine viel einfache Möglichkeit, einfach CD Enter. Also egal wo man sich befindet, mit CD Enter landet man in jedem Fall im Home-Verzeichnis. Es gibt jetzt noch eine andere Option für ls, also es gibt natürlich viele andere, aber ls-r für rekursiv, das heißt, ihr guckt mal in die Unterverzeichne, was da so ist. Und wenn ich jetzt hier Schulung Terminal eingebe, dann sieht man in diesem Verzeichnis Schulung Terminal gibt es Kap 1, und in diesem Kap 1, da gibt es hier eigentlich gar nichts, weil hier kommt sofort der Prompt in der nächsten Zeile, also im Kap 1 ist keine Datei hinterlegt. Ich mache jetzt mal Folgendes, der Name Schulung Terminal gefällt mir nicht. Ich will ihn also umbenennen. Und umbenennen oder umbewegen ist immer Move. Also MV, Schulung Terminal nach Terminal Schulung. Terminal Schulung, das hört sich besser an. Hat er gemacht, hoffe ich. Jetzt mache ich mit ls-l, gucke ich, ob er es gemacht hat. Und hier ist jetzt eben Terminal Schulung. Und wenn ich jetzt da nochmal ein ls-r Terminal-Schulung mache, dann sieht man, er hat nach wie vor das Kapitel 1 natürlich drin. Ich habe also wirklich nur hier vorne Terminal-Schulung umbenannt. Als nächstes möchte ich mal den Ordner Terminal-Schulung kopieren. Dazu gibt es das Kommando cp
Terminal-Schulung und das nach Terminal-Schulung 2 zum Beispiel. Wenn ich das so eingebe, sagt er, das macht er nicht, weil bei einem Verzeichnis braucht das Kommando CP noch eine Option, nämlich minus R für rekursiv, CP minus R, Terminal-Schulung nach Terminal-Schulung 2. Und dann hat er den kompletten Inhalt inklusive aller Unterverzeichnisse mitkopiert. Also wenn ich jetzt ein ls-r auf Terminal-Schulung mache, was ich ja und dann das vergleiche mit dem gleichen, mit dem Terminal-Schulung 2, dann sieht man hier, dass der Inhalt hier also gleich ist. Er hat also komplett alles kopiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel in den Terminal-Schulungsordner 2 gehen will mit CD und gib einfach einen Term und dann drücke ich die Tab-Taste, dann sieht man, er geht nicht sofort in die 2. Der Grund ist der, dass natürlich zwei Verzeichnisse existieren, die mit Terminal-Schulung beginnen. Er kann also gar nicht wissen, in welches Verzeichnis er gehen soll. Deswegen drückt man danach nochmal zweimal Tab und dann bekommt man hier die Möglichkeiten, wo man reinspringen kann. Also in Terminal-Schulung oder Terminal-Schulung 2. Also wenn ich dann die 2 reingehe, gehe ich in eine 2 natürlich ein und dann bin ich da auch drin. Als nächstes möchte ich nochmal in das WURM-Verzeichnis und mal was zeigen. Also nehmen wir mal an, ich möchte mir den Inhalt von der Terminal-Schulung im Kapitel 1 anzeigen lassen. Dann mache ich also ls Terminal-Schulung slash cap 1. Okay, jetzt in dem Fall, da sieht man nichts, da ist nichts drin. Aber jetzt möchte ich da reinspringen. Also gebe ich CD ein und könnte jetzt natürlich wieder also diesen ganzen Text da eingeben. Also den Pfad mache ich aber nicht, sondern ich gebe einfach ein Ausrufezeichen Dollar. Und damit, mit diesem Ausrufezeichen Dollar übernimmt er das letzte Argument sozusagen hier am Ende. Und er wird dann nach Terminal Schulung Cap 1 reinspringen. Ja, das ist so ein kleiner Trick. Ich gehe jetzt mal wieder zurück in mein Home-Verzeichnis und was ich jetzt machen möchte, ich möchte den Ordner Terminal Schulung 2 löschen. Also rm remove Terminal Schulung 2. Da sieht man, das kann er nicht. Auch hier braucht RM eine Option, nämlich minus R für rekursiv und dann Terminal Schulung 2. Wichtig dabei ist zu wissen, dass er wirklich komplett alles, was da drunter ist, löscht ohne Nachfrage. Also wenn ich jetzt Enter drücke, dann löscht er das alles. Also ist diese Option minus R immer mit sehr viel Vorsicht und Bedacht zu handhaben. Also ich lösche jetzt einfach mal den Ordner hier Terminal Schulung 2. Den brauche ich nicht mehr und wenn ich jetzt ls-l mache, ja, dann ist der auch nicht mehr da. Als nächstes möchte ich mal zeigen, wie man Dateien erzeugt. Also das erste wäre eine leere Datei. Mit Touch kann man das erzeugen, wobei Touch nicht das Kommando eigentlich dafür ist, aber das bietet die Möglichkeit. Also ich kann jetzt hier eine leere Datei anlegen. Wenn ich jetzt mit ls-l gucke, die ist also jetzt hier. Hat 0 Byte, weil sie eben leer ist und hier vorne steht auch kein D, weil es eben eine Datei ist und kein Directory, kein Verzeichnis. Ich kann aber auch eine Datei anlegen, die schon was beinhaltet und zwar mit cat und dann gibt es hier eine Option, wo ich sage, okay, das ist jetzt meine Conf 1 zum Beispiel. Das ist die Datei, die dann erzeugt wird. Wenn ich jetzt Enter drücke, dann passiert erstmal nichts weiter. Also schreibe ich hier rein, das ist Configure 1, sage ich mal. Und dann drücke ich nochmal Enter. Und wenn ich jetzt Ctrl D drücke, dann wird dieser Inhalt in die Conf1-Datei geschrieben. Ctrl D. Wenn ich jetzt sage ls-l, dann sieht man, hier ist Conf1. Und wenn ich jetzt da reingucken will, was da drin steht, gebe ich einfach ein More. Conf 1 und dann sieht man eben Configure 1. Ich mache das gleiche nochmal mit einer Configure 2, weil ich da auch nochmal was zeigen will. Gebe ich also ein Configure 2, Enter und dann Ctrl D. ls-l. Und ich habe jetzt also die Conf 1, Conf 2 und die leere Datei erzeugt. Und jetzt mache ich noch ein Verzeichnis, mkdir. Config und move conf, also conf 1 nach config
und move conf2 nach config. Wenn ich jetzt also ls-l config da sehe, sind beide Dateien dort drin. Und diese leere Datei, die werde ich mal irgendwo hinschieben. Und zwar mache ich da Folgendes. Ich mache ein make dir in Terminal-Schulung und dann Kapitel 1 und dann gebe ich hier irgendwas ein. Achso, ich muss noch minus p angeben. Minus p für die Parent Directories, also die Elternverzeichnisse, die da noch angelegt werden sollen. Und ich mache jetzt move leere Datei nach Dollar, Ausrufezeichen Dollar. Und wenn ich jetzt sage ls minus l, das müsste eigentlich auch noch klappen mit dem Dollar. Ja, dann sieht man hier, die leere Datei ist in dem Verzeichnis hier drin. Warum mache ich das jetzt? Weil ich nämlich zwei wichtige Sachen nochmal zeigen will. Einmal das Feinkommando und einmal symbolische Links. Ich fange mal mit dem Feinkommando an. Das ist relativ komplex, aber insofern kann ich nur eine Sache mal zeigen. Ich bin jetzt im Home-Verzeichnis und ich habe ja diese leere Datei hier in irgendein Verzeichnis kopiert und weiß auch nicht mehr, wo das ist. Also ich mache jetzt einfach mal clear. So, ich weiß also nicht, wo diese leere Datei ist. Also muss ich sie suchen. Und das macht man mit find. Und die erste Sache, die man angibt, ist ein Verzeichnis, von wo aus man suchen will. Und ich möchte es von meinem jetzigen Stand, also von dem Home Directory, suchen. Also gebe ich Punkt ein. Punkt bedeutet immer jetzt das Verzeichnis, wo ich gerade bin. Das nächste ist eine Option, die man angeben kann. Und zwar möchte ich eine Datei nach dem Namen leere Datei suchen. Also ich muss jetzt eine Option minus name angeben und sage, diese Option hat so einen Parameter, nämlich leere Datei. Und er soll mir das Ergebnis letztendlich auch ausgeben mit print. Wenn ich das jetzt eingebe, dann müsste er es eigentlich suchen und man sieht, er findet es hier auch. Es dauert einen Moment. Hier hat er es gefunden. Er zeigt jetzt noch was anderes an. Find und dann gibt er an Punkt slash Punkt cache slash deconf. Keine Berechtigung. Also irgendwas ist mit dem deconf. Da kann er nicht ran. Wenn ich jetzt gucke, wo das liegt in Punkt cache und mit ls schaue, mit ls-l, ich sehe hier kein Punkt cache. Dafür gibt es eine Option, denn dieses Punkt cache ist ein verstecktes Verzeichnis und die macht man sichtbar mit der Option minus a. Und wenn ich jetzt mache ls minus LA, dann sehe ich, ich habe hier oben irgendwo einen Punkt Cache. Hier. Ich kann da mal reinspringen. CD.cache. Wenn ich hier nochmal ein LS-L mache, dann sieht man, hier oben ist ein DConf. Jetzt könnte man sagen, na gut, ist ja auch ein Verzeichnis, warum kann er da nicht reingehen? Ja, weil der Besitzer Root ist und ich bin nicht Root. Als Maomi habe ich keine Root-Rechte, sondern nur Root natürlich und ich kann hier in dieses deconf nicht rein. Deswegen gibt mir das Find-Kommando hier das Ergebnis an, dass das hier praktisch keine Berechtigung hat. So, ich habe jetzt vom falschen Verzeichnis ausgestartet, es macht aber jetzt nichts. Ja, also hier im Prinzip, da kann er nicht rein, er findet es da nicht. Jetzt komme ich gleich nochmal zu den symbolischen Links. Ich hatte ja zu Anfang das Kommando ls-l gezeigt und dort sieht man ja hier die verschiedenen Verzeichnisse. Man sieht aber auch hier einen symbolischen Link und dieser Link zeigt eben auf ein anderes Verzeichnis. Die Frage ist jetzt, wann braucht man sowas und wie kann man den erstellen? Man kann so einen symbolischen Link verwenden, wenn man zum Beispiel Software unter verschiedenen Konfigurationen testen will. Ich hatte ja hier schon dieses Config-Verzeichnis angelegt und in diesem sind ja zwei Konfigurationsdateien und hier die Conf1 und Conf2. Und wenn man jetzt Software testen will, zum Beispiel, gibt es die Möglichkeit, dass man jeweils einen Link setzt und dann damit sozusagen arbeitet. Um so einen symbolischen Link zu erzeugen, gibt es das Kommando ln und minus s ist dann die Option für den symbolischen Link. Und als erstes muss man das Ziel angeben. In dem Fall wäre das Config und dann meinetwegen Conf1. Und mein Link soll jetzt sozusagen auf diese Conf1 zeigen und soll Conf heißen. Conf ist jetzt der Name dieses Links. Wenn ich jetzt das mache und ls nochmal überprüfe,
Dann sieht man hier, Conf zeigt jetzt auf die erste Konfiguration Conf 1. Conf 1 war ja eine Datei, da war ja auch was drin. Ich kann jetzt also mit more conf, also dieser Link zeigt ja darauf, mir angucken, was da drin steht, und da steht jetzt die Konfiguration 1. Und so kann man im Prinzip verschiedene Links erstellen, je nach Software oder je nach Testumgebung, was auch immer. Und braucht nicht irgendwelche Verzeichnisse anzulegen und umzubenennen, sondern man setzt eigentlich nur einen Link auf eine bestimmte Konfiguration zum Beispiel, und wenn die funktioniert, ist gut, wenn nicht, dann macht man den Link, löscht man den Link und setzt ihn auf eine andere Konfiguration. Wenn ich jetzt hier den Link lösche, das ist ja wie eine Datei, kann ich das mit rm machen, rm-conf. Und wichtig dabei ist, dass wirklich nur der Link gelöscht wird und nicht die Conf1 hier hinten. So, und jetzt könnte ich im Prinzip das gleiche nochmal machen mit der zweiten, sodass er meinetwegen beim zweiten Mal auf die Conf2 hier zeigt. Vielleicht nochmal zum Schluss was Allgemeines. Unter Unix-basierenden Systemen unterscheidet man zwischen Groß- und Kleinbuchstaben. Also wenn ich jetzt mkdir mache, Test, alles klein geschrieben, ist es was anderes, wenn ich es Test, alles groß schreibe. Also er legt dort zwei verschiedene Verzeichnisse an, wie man ja hier sieht. Und beim Löschen ist es natürlich dann auch wichtig, dass man das Richtige trifft. Also Test-R, Kleintest meinetwegen, löscht natürlich nur das mit kleingeschriebenen Buchstaben hier. Also das Große bleibt bestehen. Ja, das war es erstmal soweit. Ich werde nochmal Folgendes machen. Ich bewege nochmal eine Datei, die in Downloads steht, hierher. Also Move Downloads. Und das heißt Spruch des Tages nach Punkt. Also man kann es auch andersrum machen. Er bewegt es jetzt also hierher in mein Verzeichnis. Und wenn ich jetzt ls-l mache, dann sieht man da Spruch des Tages. Das ist eine ausführbare Datei. Ich mache mal ein Clear. Und dann mache ich Punkt Slash. Also jetzt von meinem Verzeichnis aus den Spruch des Tages einfach mal ausführen. Und da steht etwas sehr Lustiges vielleicht. Manchmal was ja nicht so Lustiges oder so. Und wie ich das gemacht habe, das werde ich sicherlich mal später zeigen. Ja, das waren erstmal so die Anfänge hier im Terminal. Für die, die es noch nicht kennen, sicherlich sehr viel Neues. Und ich hoffe, es hat etwas gebracht, und weiterhin viel Spaß und tschüss.